Länger war es ruhig um seine Person bestellt. Doch jetzt meldet sich der Neonazi Karl-Heinz Hoffmann, ehemaliger Leiter der rechtsextremen terroristischen Wehrsportgruppe Hoffmann, zurück. Für kommenden Samstag, den 2. April, kündigt Hoffmann eine öffentliche Veranstaltung in Nürnberg an. Laut seiner Homepage möchte er über die Wehrsportgruppe Hoffmann, kurz WSG, das Oktoberfestattentat vom 26. September 1980, die Thüringer Justiz sowie über die Antifa-Bewegung referieren. Der Chef, wie er in rechtsextremen Kreisen genannt wird, hat eine lange und zutiefst braune Vergangenheit. Im Jahre 1973 gründete Hoffmann die WSG. Diese zog regelmäßig los zu ihren wöchentlichen Manöverübungen, gewappnet mit Militärfahrzeugen, Militärdress inklusive Stahlhelm und zugelöteten Maschinengewehren, um im freien Gelände zu trainieren. Doch nicht nur Militärspielchen gehörten zum Repertoire, weiß Volkmar Wölk, Mitarbeiter der sächsischen Landtagsabgeordneten für die Linkspartei, Christin Köditz zu berichten. Er ließ sich auch von Gruppen außerhalb Bayerns anheuern, um Veranstaltungen abzusichern. Also nur mal ein Beispiel, wie das abging. Der heutige NPD-Bundestagskandidat Axel Heinzmann aus Baden-Württemberg gehörte damals zu einem Hochschulring Tübinger Studenten. Die führten eine Veranstaltung zu Südafrika durch und die hatten die Hoffmann-Truppe als sozusagen Saalschutz engagiert. Als Gegendemonstranten dort auftauchten, ist eben auf die brutal mit Eisenstangen und ähnlichem Material dann eingeprügelt worden. Bis zu 500 Männer und auch einige Frauen sollen der WSG angehört haben. Damit war sie die größte Vereinigung von militanten Neonazis in der BRD der Nachkriegszeit. Bis zu ihrem Verbot im Januar 1980 trafen sich deren Mitglieder in Hoffmanns Stützpunkten, wie dem Schloss Almoshof bei Nürnberg und später dann ab 1978 im Schloss Ermereuth bei Erlangen mit dem Ziel. Also letztlich ging es um den Sturz des Systems in der Bundesrepublik. Er wollte die militärisch ausgebildeten Leute, die dazu notwendig sind, zur Verfügung stellen. Mit dem 26. September 1980 bombte sich ein Einzeltäter aus Hoffmanns Truppe in die neuere Geschichte der BRD. Gundlof Köhler tötete mit seinem Sprengsatz 12 Besucherinnen des Münchner Oktoberfestes, sowie sich selbst. 210 weitere Menschen wurden durch diesen Anschlag verletzt. Bis heute hält die Justiz trotz zahlreicher Widersprüche daran fest, dass Köhler ein Einzeltäter gewesen sei. Allerdings gibt es eine ganze Reihe Merkwürdigkeiten bei den damaligen Ermittlungen und es ist schlechterdings nicht vorstellbar, nach allem, was ich weiß, dass Köhler diesen Anschlag alleine verübt haben soll. Köhler war Mitglied der Wehrsportgruppe Hoffmann, er war eingebunden und was an Untersuchungsergebnissen dann offiziell nach außen getragen wurde, als der Fall eingestellt wurde, die Ermittlungen eingestellt wurden, lässt eine ganze Reihe Fragen offen, beziehungsweise widerspricht dem Wissen, was man zu dem Fall insgesamt hat. Wenig später, am 19. Dezember 1980, wurde der jüdische Verleger und ehemalige Vorsitzende der israelitischen Kultusgemeinde Nürnberg, Shlomo Levin, ermordet. Dieser hatte vor seinem Tod öffentlich vor der deutschen Neonazi-Szene und insbesondere vor Hoffmann gewarnt. Er und seine Lebensgefährtin Frieda Pöschke wurden in ihrer Erlanger Wohnung erschossen. Auch hier führte die Spur zunächst zu Hoffmann. Der mutmaßliche Schütze Uwe Behrendt war sein engster Gefolgsmann. In einem späteren Verfahren gegen Hoffmann stellte das Gericht zwar fest, dass er wegen Körperverletzung, Geldfälschung, Strafvereitelung und Verstößen gegen das Waffengesetz zu verurteilen sei, wurde aber von dem Vorwurf freigesprochen, den Doppelmord in Erlangen geplant und in Auftrag gegeben zu haben,
Volkmar Wölk beurteilt das damalige Verfahren so. Für mich ist das Ergebnis des Verfahrens schlicht unbegreiflich. Also eine Ausrede, also es wurde am Tatort ja die Sonnenbrille der Lebensgefährtin von Herrn Hoffmann gefunden. Und die Aussage, dass die dorthin gebracht worden sei von dem tatsächlichen Täter, um sie zu belasten, ist ja nun offensichtlich an den Haaren herbeigezogen. Mir fehlt in diesem ganzen Verfahren der Aufklärungswille. So verurteilte das Landgericht Nürnberg-Fürth Hoffmann zu einer Freiheitsstrafe von 9 Jahren und 6 Monaten. Aber schon 1989, nach 5 Jahren Haft, wurde er wegen einer günstigen Sozialprognose entlassen. Sein weiterer Lebensweg sah aber nicht dieser Prognose entsprechend aus. Er ist in seinen Geburtsort zurückgegangen, nach Thüringen. Der Ort heißt Kahla, liegt in der Nähe von Jena. Er hat sich dort als Bau- und Immobilienunternehmer hervorgetan. Leuten vor Ort ist dann bald aufgefallen, dass eben vorwiegend sehr kurzhaarige junge Männer, bei denen die fehlenden Haare nicht am Alter liegen konnten, vorwiegend in seinen Firmen beschäftigt waren. Er hat also damals, so hat es den Anschein, bereits wieder Neonazis um sich gesammelt. Bekannt und nachgewiesen sind auch seine Beziehungen damals zu einem anderen bayerischen Bauunternehmer, der sich dann in Leipzig niedergelassen hatte, der in Wendezeiten nach Leipzig gegangen war und in Leipzig selbst eben auch alte Wehrsportleute und Söldner um sich gesammelt hat. Also eine dieser Firma wurde zum Beispiel von einem französischen Neonazi und Söldner Nicolas Pusset geführt und noch heute in Leipzig in diesem Firmenkonsortium beschäftigt ist der österreichische Neonazi Hans-Jörg Schimanek. Zu diesem Kreis hatte Hoffmann nachgewiesenermaßen Beziehungen. Beziehungen übrigens auch wiederum geschäftlicher Art. Letztmalig machte Hoffmann 2004 Schlagzeilen durch den Ankauf eines ehemaligen Rittergutes im sächsischen Korensaales. Dieses bewohnte schon der NS-Dichter Böris von Münchhausen. Um das Rittergut zu sanieren, erhielt Hoffmann für die von ihm gegründete Kulturstiftung Fördergelder. Es scheint so, dass diese nicht immer für den eigentlichen Zweck benutzt wurden. Und nun stehen Fördermittel erstmal tatsächlich jedem zu. Trotzdem gibt es um den Vorgang einige Merkwürdigkeiten. Von den Fördermitteln, die gezahlt worden sind, rund 130.000 Euro, sind dann 2010 17.000 Euro zurückgefordert worden. Ich frage mich, warum es mehrere Jahre dauert, bis die Staatsregierung dann feststellt, dass Fördermittel nicht ordnungsgemäß verwendet worden sind. Hoffmann ist ja nun kein Unbekannter. Dass Hoffmann sich keineswegs von der Neonazi-Szene verabschiedet hat, zeigt der von ihm auf Einladung des Freien Netz Mitteldeutschlands hingehaltene Vortrag. Die rechtsextreme Kameradschaft organisierte am 11. September 2010 diese Veranstaltung. Was das nun zu bedeuten hat, dass der ehemalige WSG-Chef wieder auftritt, weiß Volkmar Wöhl, Mitarbeiter der Linkspartei, zu berichten. Nun ist es so, dass diese Gruppierung gerade dabei ist, sowas wie eine paramilitärische Struktur aufzubauen. Und das Bezeichnende war, auf der Rückfahrt von diesem Vortrag sind 4 Leute, die auf dem Weg zurück nach Thüringen waren, von der Polizei vorläufig festgenommen worden, weil gegen sie wird in einer Sprengstoffsache ermittelt. Dann liegt die Vermutung nahe, und dafür gibt es inzwischen eine Reihe von Indizien, dass dort eine Wehrsportgruppe 2.0, sage ich mal, am Entstehen ist und man von den Erfahrungen von Hoffmanns lernen will, um nicht die gleichen Fehler wiederzumachen, die dieser gemacht hat. Volkmar Wölk gab auch eine persönliche Einschätzung ab, was hinter dem nun am kommenden Samstag in Nürnberg stattfindenden Vortrag Hoffmanns für Beweggründe stehen könnten. Wenn jetzt so ein Vortrag in Nürnberg stattfindet,
kann ich nur vermuten, dass das nicht aus Hoffmanns eigenen Antrieb heraus passiert, sondern dass ähnliche Strukturen wie dieses freie Netz Mitteldeutschland genau daran interessiert ist, von Hoffmanns Erfahrungen zu profitieren im Süddeutschland.